Ja, liebe Freunde des Braunschweiger Filmfestivals, ich möchte Ihnen heute einen französischen Film empfehlen. Der heißt Robust oder auf Französisch Robust. Man kann den Titel eigentlich nicht so richtig gut übersetzen. Das ist ein französisches Wortspiel und vielleicht für das Verständnis des Films ist ganz interessant zu wissen, dass er mal den Arbeitstitel Misfits hatte, also Außenseiter. Und es geht um zwei Außenseiter in diesem Film, die unterschiedlicher tatsächlich nicht sein könnten, sowohl was die Schauspieler angeht, als auch die Figuren. Auf der einen Seite haben wir eine junge Französin, die ist semi-professionelle Wrestlerin und verdient sich ihr Geld als Security Guard. Und der Partner oder ihr Gegenüber ist ein alternder französischer Filmstar, gespielt von Gérard Depardieu. Und diese beiden nähern sich in diesem Film ganz behutsam an. Die Story ist relativ schnell erzählt, weil es eigentlich um eine große Story in diesem Film gar nicht geht. Er ist, wie gesagt, dieser alternde Filmstar. Er lebt in seiner großen Stadtvilla in Paris. Er ist ein ziemlicher Menschenfeind. Er mag sich nicht. Er mag das Filmbusiness eigentlich irgendwie auch nicht mehr. Aber er muss es halt machen. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt. Er verschreckt die meisten Menschen um sich herum. Er fährt auch nachts mit seinem Motorrad durch Paris und versucht irgendwie die Einsamkeit zu vertreiben. Er ist herzkrank, er kann nachts nicht schlafen, ist kurzatmig, sehr einsam. Und er hat einen Bodyguard, der aber für einen Monat nicht für ihn da sein kann. Und deswegen springt für diesen Bodyguard eben diese semi-professionelle Wrestlerin ein, die auch bei der gleichen Security-Firma arbeitet. Und sie muss jetzt auf ihn aufpassen. Also sie ist seine Fahrerin, sie ist auch irgendwie seine Babysitterin, sie passt auf ihn, auch manchmal auf seinen Sohn auf. Sie muss auch mit ihm Texte lernen, die er sich nicht mehr so gut merken kann. Und über diese zufällige Begegnung, die auch in diesem Film nur einen Monat dauert und ganz unspektakulär beginnt und auch unspektakulär endet, in dieser Begegnung kommen die sich ganz, ganz langsam näher. Es ist kein Film über eine große Liebesgeschichte, sondern eigentlich ein Film über die Möglichkeit von Beziehungen, über die Möglichkeit, aus dem eigenen Schneckenhaus herauszukommen, auch über die Akzeptanz, dass die Dinge so sind, wie sie sind, auch dass Körper so sind, wie sie sind, auch wie mit den Körpern der beiden Darsteller umgegangen wird in diesem Film, ist, finde ich, ganz fantastisch, weil er völlig selbstverständlich beide haben eine doch relativ große Körperfülle, wie damit umgegangen wird, auch ganz unterschiedlich. Sie auf der einen Seite, die ständig trainiert, die als Wrestlerin besser werden will. Er auf der anderen Seite ist eigentlich nur noch an gutem Essen interessiert. Er kocht viel, er futtert die ganze Zeit von den Buffets auf den Filmsets irgendwelche Häppchen. Und sie sind irgendwie einsam und gleichzeitig verzweifeln sie aber nicht daran, sondern begegnen sich eben ganz vorsichtig in dieser Einsamkeit. Um dieses Paar, was auch in diesem Film eigentlich nie ein Paar wird, und das ist auch nicht tragisch, gibt es noch ganz andere Figuren, die auch viel über Einsamkeit, über unerfüllte Träume erzählen. Und auch das ganz selbstverständlich, auch ohne großes Leiden. Das ist kein Sozialdrama. Gibt es zum Beispiel einen Fan von diesem Filmstar, der immer vor dieser Villa steht, eine Frau mittleren Alters, irgendwann lädt er sie mal zum Kaffee ein, weil sie eigentlich ständig da ist und auf ihn wartet. Und sie zeigt ihm dann ein Gedicht, das sie geschrieben hat, in dem es um eine Frau geht, die einen Filmstar anhimmelt und ihn auf der Leinwand sieht und irgendwie hofft, ihn mal im Leben zu begegnen. Und all diese kleinen, einsamen Geschichten werden in diesem Film eben mit einer großen Behutsamkeit erzählt. Und auch die beiden Hauptdarsteller tappen nicht in irgendwie die Falle, gegeneinander zu arbeiten. Gérard Depardieu geht nicht als der große Filmstar wie so ein Elefant durch diese Szenerie und alle anderen sind bloß Statisten und er spielt sie an die Wand, sondern er spielt das unglaublich vorsichtig, sehr, sehr liebevoll, natürlich auch grantelnd, auch spielt er mit dem Image, das er als Gérard Depardieu natürlich auch hat. Und die Partnerin, Deborah Lukumoena, ist von einer großen Grazie, von einer großen Ausstrahlung. Also es ist wirklich ein Fest, diesen beiden zuzuschauen und auch den anderen Darstellern. Und ich finde, wenn man sich die Zeit nimmt, sich auf diesen Film einzulassen, hat man großes Vergnügen.
Mir ging es so, dass eine Szene, eine Schlüsselszene in diesem Film, für mich eine Schlüsselszene für das Verständnis, mir dabei sehr geholfen hat, geht es um eine Filmprobe, wo ein Regisseur mit der Partnerin von diesem Georges, diesem alternden Filmstar, eine Rolle durchgeht, die wortreich erklärt, wie diese Rolle zu spielen sei und was er ihr alles für tolle Texte geschrieben hat. Und dann beginnen die beiden die Szene zu proben. Und er hört gar nicht richtig zu, er guckt nicht richtig hin, er versucht immer, sie zu korrigieren und verpasst eigentlich diesen Moment, wo zwischen diesen beiden Schauspielern in der Szene, die sie ja nur proben, eine Nähe entsteht, eine Magie entsteht, die er erstmal gar nicht so mitbekommt. Und so ging es mir bei dem Film auch, wenn man sich ganz pur darauf einlässt, wenn man all seine Erwartungen auch vielleicht an einen Film mit Gérard Depardieu, der vielleicht irgendwie spektakulär sein müsste, wenn man das alles vergisst, dann hat man ein ganz warmes, ein ganz liebevolles Erlebnis als Zuschauer. Also unbedingt anschauen. Mir hat er sehr gut gefallen.